Kamera, fertig. Bitte auf, soll das jetzt eine Halbtotale werden, oder? Naja, wir schwenken hier von dem verzinkten Zaun rüber auf das hübsche Gesicht von der Frau. Hübsche indonesische Frau. Richtig, die hübsche indonesische Frau. Und diese hübsche indonesische Frau guckt dann rüber zu dieser Ampel. Wieso ist der Zaun überhaupt verzinkt? Ich denke, der soll rostig sein. Ist doch egal, ob der Zaun jetzt verzinkt oder verrostet ist. Hauptsache, der schwenkt mit Goodie. Aber der Drehort soll auch Slumgebiet darstellen und deswegen keine modernen Bauteile darstellen. Sonst passt doch der Titel gar nicht. Was? Wie ist der Titel eigentlich? Warum gehen wir nicht ins alte Industriegebiet? Da gibt's noch eine Menge Rostlaum und sowas. Boah, geil! Das ist ein McDonald's. Ich hab einen Bärenhunger. Mann, in dem alten Industriegebiet gibt es aber keine einzige Ampel. Und wie du weißt, brauchen wir eine Ampel. Eine Ampel und einen rostigen Zaun. Hörst du mal bitte auf mit dem Klappern? Also ich habe Rudi Bescheid gesagt, dass er einen rostigen Zaun besorgen soll. Rudi? Wo ist eigentlich Rudi? Rudi hat sich den Knöchel verstaucht. Also ich finde ja, dass der verzinkte Zaun viel besser in die Gesamtstimmung der Geschichte passt. Also besser als der rostige, meine ich. Wie wär's denn mit Stacheldraht? Das können wir dann auch selber spannen und so. Mein Vater hat einen Zaun aus Holz. Ich muss mal Pipi. Warum drehen wir nicht einfach mal los und gucken uns an, wie es geworden ist? Alles klar, alle fertig machen. Kamera! Ich glaube, ich habe die Tapes vergessen. Aber Susanne kommt gleich, die hat immer welche bei sich. Die ist doch die Zuverlässigkeit selbst.